Servus und willkommen zurück bei CSR Automotive. Heute Porsche Power, 911er der Baureihe 997 und dann noch ein Turbo. Der bekommt von uns jetzt ein kleines Upgrade. Mal wieder, was es damit auf sich hat, seht ihr nach dem Intro. So, wie ich schon gesagt habe, er bekommt wieder ein kleines Upgrade, denn altbekanntes Tuner-Problem, tiefe Autos und Straßen sind nicht immer die Freunde, ganz besonders in Verbindung mit Anbauteilen. Da kann es mal eng werden und ja, leider ist es hier passiert. Wurde Gott sei Dank mit dem guten alten Panzertape noch ein bisschen fixiert, aber ja, musste natürlich ausgetauscht werden. Deswegen verabschieden wir uns in diesem Sinne. Mach's gut und wir haben hier einmal neues Equipment. Selber Frontspoiler. Von der Montage her komplett easy going. Auch hier kein ABS-Bauteil, wie wir es jetzt in den ganzen Videos gehabt haben, sondern unser Fiberflex. Von der Verarbeitung her eigentlich derselbe Vorgehensweise entsprechend. Einmal Passgenauigkeit überprüfe, dann natürlich lackieren lasse in eurer Wunschfarbe, wie auch immer ihr es möchtet. Und dann können wir auch schon mit dem Anbau loslegen. Vorteilhaft hier natürlich zu zweit zu sein, um natürlich das Ganze jetzt schön in die Rundungen reinzubekommen. Das ist jetzt hier ein bisschen ein Gefuchtel, aber nicht unmöglich. Das heißt, wir haben hier unsere Schlitze, wo wir das Ganze reinsetzen müssen. Und da arbeiten wir uns von links nach rechts durch. Und dann fange ich von einer Seite an, es genau in die Führungen reinzuschieben. Und dann einfach hier wirklich schön überall sauber reindrücken, dass es schön eng anliegt. Ah, hier neben nochmal. Und dann können wir das Ganze auch schon fixieren von unten. Und jetzt seht ihr hier unsere Lasche. Hier runter verbirgt sich eine Schraube, die einfach anpeilt, dass das Bauteil schön andrücke. Wie ihr seht, könnte man hier sogar jetzt noch ein kleines Stück abnehmen. Das mache ich jetzt direkt auch. Dann sitzt er nämlich schön sauber hier in der Führung drin. Und jetzt sieht es gut aus. Und et voilà. Jetzt sitzt es auch schon hier in der Führung drin. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und dann haben wir das mit dem Frontstoßfänger auch schon erledigt. Dann geht es noch an die seitlichen Flaps dran. Also bis gleich. So, Frontspoiler ist erledigt. Jetzt machen wir weiter hier bei den Flaps. Da haben wir in dem Zug gesagt, komm, du es ja auch gleich mitlackieren einmal, dann sind die auch wieder fresh. Auch hier ist ja der Vorteil, dass wir schon alle Positionen haben und alle Bohrungen. Ansonsten auch nicht anders, wie zum Beispiel bei unserer Frontspoilerlippe. Ansätze, Bohrung übertragen, nachdem ihr es ausgerichtet habt. Und dann habt ihr auch die perfekte Passform. Ich tue jetzt den Untergrund nochmal vorbehandeln mit unserem Surface Cleaner. Vorteilhaft ist, dass wir hier genau die Abdrücke haben. Und dann habe ich hier unsere Flaps und löse das Klebeband hier die Schutzfolie ab. Ganz wichtig ist jetzt natürlich zu wissen, wo vorne und hinten ist. Vorne haben wir mal hier die abgeschrägte Fläche und dann schraube ich quasi jetzt die erste Schraube hier an. Gerade so ein kleines Stück, dass die Spitze hier rauskommt. Und dann kann ich es nämlich hier auch wunderbar ansetzen. So.
Dann sehen wir hier auch direkt die Übergänge. Und schon haben wir den auch dran. Dadurch, dass jetzt die Schraube hier als Befestigungsmaterial dient, ganz klar der Vorteil, müssen wir nicht groß was anpressen und das Klebeband kann seine volle Haftung entwickeln. Dann mache ich jetzt noch die andere Seite und dann schauen wir uns das Ganze natürlich auf dem Boden nochmal an. Et voilà, das gute Stück sieht wieder gut aus. Wie gesagt, von der Passgenauigkeit her auch wieder eine bombe Sache. Und immer diese Vorurteile gegenüber Fiberflex und so weiter. Ja, es sind handgefertigte Teile, man hat natürlich gewisse Toleranzen drin. Aber wie ihr seht, in Hand und Drehen ist das jetzt montiert. Also feuerfrei, sieht cool aus, er sieht wieder sauber aus. Und ja, das war's auch schon. Ratzfatz ging das Video rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Teilt es natürlich gerne in die Welt hinaus. Und lasst uns doch mal jetzt in den Kommentaren wissen, wie euch das Fahrzeug gefällt. Viel Spaß bei den bewegten Bildern im Anschluss und bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.